Dün, 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 dün. Ding. Moin Leute, willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Dem einzigen Medieval Dynasty mit dem kleinen Vogel. Wie geht's, wie steht's, liebe Leute? Schön, dass ihr wieder reingeschaut. Ja, und Miro Gnieber, schön, dass du noch da bist und mich nicht verlässt. Schade, ich dachte, mein Junge geht auf Toilette, aber nö, geht er nicht. Oder doch, geht er? Nee, oder? Nee. Ich dachte schon. Ja, wir müssen uns einmal kurz waschen. Dafür gehen wir natürlich ins Badehaus. Wozu hat man das, wenn man das, ne? Dafür kann man das ja auch nutzen, denn dafür ist es ja auch da. So, oh. Jetzt kann der Tag anfangen. Jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt fühle ich mich frisch. Fröhlich, freu. So, Leute, ihr seht hier noch. Wir haben noch eine Menge zu tun. Hier sind Zäune zu basteln. Rodolan, Navend und Grimilda. Und, na, also da habe ich nicht mit gerechnet, dass sie mir entgegenläuft. Die wollen immer, die gehen immer alle auf Kuschelkurs hier. Mann, jetzt kann ich wieder kaum noch reden. Überlegt auch. Setze ich mich jetzt in die Sandkiste und spiele eine Runde. Aber die traut sich nicht. Zu erwachsen für sowas. Ja, ja, da kommt das wieder raus. Liebe Leute. Liebe Leute. Was soll ich sagen? Was wollen wir heute tun? Wir haben eine Menge Aufgaben zu erledigen. Unter anderem ist heute wieder so ein Tag, wo wir ein paar Hackeln basteln werden. Das machen wir aber erst ein bisschen später am Tag. Und zuerst, ja, wie soll ich sagen? Es ist mir peinlich, aber wir haben noch was zu tun. Wir müssen noch was machen. Und zwar müssen wir ein paar Zäune bauen und sowas. Wir müssen noch ein bisschen bauen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir haben hier noch ein paar Bretter liegen. Warte mal, wie viel? 64 und 56. Also, wir haben einen ganzen Haufen Bretter da noch liegen. Und Rundhölzer schleppe ich gerade mit mir rum. Da fange ich jetzt nämlich einmal an. Ich mache noch kurz eine Ladung Bretter. Und dann müssen wir mal sehen. Also hier hinten. Also hier vorne sind noch Zäune zu basteln. Warte, ich mach mal meinen Hammer bereit hier. Wo ist mein Hammer? Habe ich meinen Hammer nicht? Wo ist mein Hammer? Man gebe mir meinen Hammer. Da ist er. Der Taste 4 habe ich den. So. Hier. Diese Zäune wollen wir noch bauen. Und da hinten sind auch noch Zäune. Die müssen wir auch noch bauen. Und das werden wir... Ja, heute ein bisschen machen, ne? Wenn der Name mir aus dem Weg geht. Ja, Dankeschön. Ich muss nämlich auch mal arbeiten hier. So, wir machen kurz ein paar Bretter. Und dann sind wir gleich wieder da. So, und was ich mich nämlich frage hier, Leute. Ich frage mich auch manchmal immer wieder, wie machen wir hier weiter? Wie soll das weitergehen? Was wird uns die Zukunft bringen? Wo wollen wir hin? Was wollen wir tun? Was wollen wir machen? Und das sind ja auch so Fragen, ich finde, die sind gerechtfertigt irgendwo, ne? Man muss ja auch mal überlegen, inwieweit das Ganze jetzt so... Ja, wie weit wollen wir das Ganze noch treiben hier? Und die einen oder anderen, also zumindest meine langjährigen Zuschauer hier, wollte ich gerade sagen. ihr wisst das ja, wir wollen hier lange machen, ne? Also das Spiel, das werde ich noch an meinen Sohn übergeben hier auf jeden Fall. Und das heißt... Wir haben jetzt ja noch ein paar Jahre vor uns, wo wir irgendwie noch was machen müssen. Die Quests sind soweit vorbei. Ne? Wir haben noch das eine Ding mit Alvin. Dem werden wir, den müssen wir noch einen Bogen bringen. Das wissen wir allerdings noch nicht. Ich nehme an, dass wir ihn einen Bogen bringen müssen zumindest. Ich weiß nicht, ob sie das geändert hatten, ob das jetzt irgendwas anderes ist, was er braucht. Müssen wir mal sehen. Ja... Da ist natürlich jetzt die Frage, danach hört das aber auf mit den Quests. Dann haben wir da nichts mehr. Und dann geht es eigentlich nur noch um den Dorfausbau. Und was heißt nur noch? Da kann man sich richtig dran aufhalten, Leute. Da kann man richtig viel machen, richtig viel tun. Und zwar deutlich mehr, als wir das bisher gemacht haben hier. Weil das ist ja so mein kleiner, zarter Anfang, sage ich mal, vom Dorf hier, ne? Was wir hier gemacht haben.
Ne? Auch mit unserer kleinen Sitzecke hier, die ja total verwachsen ist. Das kann man natürlich alles deutlich professioneller machen und deutlich besser. Und da habe ich mir überlegt, ja, da wollen wir mal hin, ne? Da wollen wir auch mal hin. Ich will mich auch mal versuchen, noch ein bisschen coolere Sachen noch zu bauen, zu basteln. Und dafür müssen wir neue Gebiete erobern. Neue Regionen erschließen. Und ja, das werden wir dann auch wohl auch mal machen. Für mich ist das so die Frage, wie weit gehen wir? Wir haben unser kleines Dorf hier, ne? Entwicklungsstufe Weiler. Wir haben Weiler hier. Wir können auch einiges an Gebäuden bauen. Wir können das Gebäudelimit, glaube ich, auch noch hochstellen. Das geht jetzt ja, nebenbei schon. Und wir können auch deutlich mehr Leute haben. Oh, warte mal, wie sind meine Gebäude eigentlich so weit belegt? Oder habe ich hier noch Platz? Überall was drin, und nicht das Haus hier. Da ist noch keiner drin. Wir haben sogar noch ein freies Haus. Und wir haben noch Singles im Dorf, das auch noch. Naja, okay. Also, man sieht schon, wir sind noch erweiterungsfähig. Wir können auch einiges an Häusern bauen, wir können auch einiges an Gebäuden bauen. Und wir müssen uns auch noch entwickeln, ne? Also, wir sind ja noch gar nicht ganz durch hier. Wir sind ja hier... Bald kommt die Mine. Ja, was heißt bald? Wir sind bei 3470 Punkten. Also ja, die Mine, und dann kommt endlich auch irgendwann die Bauhütte. Das hier müssen wir auch noch einige schaffen. Am besten, wir müssen noch mal ein bisschen was bauen. Dann kommen wir hier nämlich auch schnell nach oben. Jagdhütte 2 haben wir. Ja, Kräuterhütte 2, Fischerhütte 2. Finde ich beides nicht so interessant, aber naja, kann man ja auch mal bauen. Müssen wir mal sehen, wie die Gebäude so sind. Ich kenne die ja auch noch nicht. Landwirtschaft sind wir beim Kuhstall. Da gibt es noch einen Bienenstock. Den werden wir uns auch noch bauen. Kuhstall, Pferd. Wir könnten uns auch mal Schafe holen. Wäre auch mal eine Idee, dass wir tieremäßig noch ein bisschen was machen. Guck mal, da habe ich so eine Idee. Man könnte doch sagen, wir haben ja unsere beiden Tiere. Guck mal, hier haben wir die Schweinchen. Ne? Hallo Schweinchen. Hier haben wir unsere Schweinehütte. Ja, ich gehe ja gleich. Guck mich nicht so böse an, da, du Eber. Hier haben wir unsere Schweine und die Pferde sind hier. Gut, die Hühner haben wir da hinten bei den Wohngebäuden. Ist ja auch gar kein Problem. Aber man könnte ja auch sagen, dass wir uns hier so ein kleines Gebiet merken, dass wir hier nochmal so einen kleinen Palisadenzaum rummachen, um das so ein bisschen einzugrenzen. Und dann machen wir hier wirklich so eine Art Tierbauernhof. Und dann holen wir hier noch die Kühe hin und noch die Schafe und sowas. Der macht wieder Untersuchungen hier am Stein. Unser CSI-Team. dann machen wir hier noch so eine kleine Bauernhofecke. Oder beziehungsweise so einen kleinen Bauernhof. Da kann man ja noch so ein Hauptgebäude machen. Ne? So ein großes Wohnhaus in der Mitte, wo dann so die Bauersfamilie wohnt. Oder zwei große Wohngebäude nebeneinander oder sowas. Und die kümmern sich dann hier um die Tierchen. Sowas kann ich mir auch gut vorstellen, oder? Wäre doch eine Idee. Also da bin ich noch am Überlegen. Vielleicht könnte man das hier einbinden, dass wir hier so diese, ich glaube, Pflaumenbäume sind das genau. Vielleicht können wir hier neben noch eine Reihe mit Pflaumenbäumen machen. Und dann hier in der Mitte den Weg, der so ins Grundstück reinführt. Und dann macht man hier so einen Palisadenzaun drumherum, einen größeren. Und dann hat man hier nur so diese Bauernhoftiere. Die Idee finde ich eigentlich ganz sympathisch. Dass wir uns solche Bauprojekte nochmal machen. Ne? Und das kann man ja mit dem Bauernhof machen, das kann man ja auch mit anderen Dingen machen. Zum Beispiel mit der Küche, da kann man ja so eine Restaurant-Ecke machen oder sowas. So gewerbemäßig, so einzelne Gebiete. Was ich natürlich nicht machen möchte, ist das, was ich bis jetzt hier habe, auseinanderreißen. Also, ja, zum Beispiel, was ich damit meine. Wo ist denn hier? Da zum Beispiel, hier die Küche. Ja, ich kann ja die Küche hier nicht einfach wegreißen. Wie sieht denn das aus? Die gehört ja hier ins Stadtbild rein, ne? Die sollte dann schon hier bleiben. Aber man könnte ja zusätzlich dann einfach was bauen da. Und ich glaube, gerade mit was Küchen angeht, so lebensmitteltechnisch, ich meine, da stehen wir eh nicht so gut drauf. Warte, lass mich mal kurz ins Lebensmittellager gucken, aber ich glaube, wir haben einen Mangel im Moment in der Produktion. Wenn mich nicht alles täuscht.
Naja gut, Mangel in der Produktion sieht anders aus. Obwohl hier nur eine Kohlsuppe. Also Kohlsuppen kommen wir nicht hinterher. Aber Eintöpfe haben wir hier noch eine ganze Menge, ne? Na gut, wir scheinen doch hinterher zu kommen. Wasser haben wir auch genug. Eier ohne Ende. Ja. Ja, okay, das ist eine Sache, da müssen wir mal gucken. Aber ja, gibt es ja einiges. Nähereien und sowas und Schmieden oder sowas. Vielleicht kann man da ja so ein extra Gebiet machen. Die müssten ja auch nicht immer alle auf volle Produktion arbeiten. Das geht ja, dreht sich auch mehr um das Symbolische. Weiß ich nicht. Wir brauchen halt auch mehr Leute. Ne? Wenn wir mehr Leute haben, dann steigt der Verbrauch ja allgemein auch ein bisschen mehr. Und dann werden wir da auch was haben. Also bevor ich jetzt nur rumquatsche hier und nichts mehr mache. Wir wollen ja produktiv bleiben hier, ne? Ich sehe schon, ich laufe hier die ganze Zeit rum und mache hier, arbeite hier gar nicht mehr. Dann bin ich ja selber genau das, was ich verabscheue. So, Leute, hier hin. Ab zu den Zäunen. Ja, was gibt das noch Wichtiges zu erzählen? Ja, für die Kinder müssen wir auch mal sehen, was wir da machen. Also ja, so habe ich es mir überlegt, ne? Dass wir vielleicht so ein bisschen versuchen, so ein paar Ecken noch mal ein bisschen mehr zu bauen. Was man auch mal richtig schön machen kann, ist ein schöner Marktplatz und sowas. Also so größere Bauprojekte, die auch mehr so mit Dekoration zu tun haben, die mehr so als Highlight im Dorf nachher sein sollen. Da bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob wir da irgendwie was machen. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, wie das genau aussehen soll und was das genau werden soll, aber dass ich sowas machen möchte, ist mir eigentlich schon bewusst. Jetzt ist nur die Frage, wo fange ich an, wo höre ich auf, was mache ich da alles? diese typischen Fragen, die einen da quälen. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Auch diese Fragen werden geklärt werden. Und da kommen wir weiter. Ich habe auch überlegt, obwohl, nee, das sollte ich glaube ich nicht erzählen. Oder soll ich das erzählen? Ach nee, lieber nicht. So, erstmal sehe ich, dass ich hier keine Bretter im Teil habe. Warum habe ich keine Bretter? Warte mal. Da ist doch mein Verkaufslager wieder falsch eingestellt hier. Da stimmt doch was nicht. Ich verkaufe viel zu viele Bretter. Ich verkaufe jetzt erstmal keine Bretter mehr, weil die werden wir brauchen. Wir brauchen ganz viele Bretter. Stöcker. Oh, ich habe keine Stöcker mehr. Oh Gott, ohne Stöcker, da funktioniert die ganze Werkzeugproduktion nicht mehr. Was ist mit mir los? Und warum habe ich so viel Brennholz? Warum verkaufe ich so viel Brennholz und warum wird das immer mehr? Leute, Fragen über Fragen. Die kann mir auch keiner beantworten. Warum mache ich sowas? Warum habe ich damit überhaupt angefangen? Was soll denn das? So, Werkzeuge. Okay, hier steht er schon ganz klein. Ich mach das mal alles. Ja, so ist es in Ordnung. So, auf ganz klein steht das alles. So. Mann. Das geht ja wieder in die Hose. Ja, das ist immer die Sache mit den Verkaufsständen, ne? Die Leute steigen in der Diplomatie sehr schnell auf beim Verkaufen. Muss man aufpassen. Und sobald die aufgestiegen sind, dann verkaufen die natürlich auch wieder gleich mehr, ne? Das ist so eine Sache, da muss man immer am Ball bleiben und gucken, dass sie nicht zu viel verkaufen von dem Zeug, was man möchte. Sondern, dass das alles so genau die Menge ist, die man auch wirklich verkauft haben möchte. Aber das, ja, das wird schon. So, während ich jetzt den Zaun baue, was wollen wir hier noch kurz gesagt haben? Jetzt habe ich gleich wieder keine Bretter mehr. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, hier noch Bretter zu machen aus den Rundhölzern. Weil das ist ja total unnötig. Ich weiß ja, dass wir in der nächsten Folge einen Haufen Bretter haben werden. Warum sollte ich jetzt dann Bretter basteln aus den Rundhölzern? Vielleicht können wir uns den nächsten Bauort einmal suchen, wo wir bauen wollen. Und da können wir schon mal ein paar Rundhölzer hinschleppen.
Dass wir da schon mal denn beim nächsten Mal gleich richtig kräftig anfangen können. Das wäre nochmal so eine Idee, oder? Also wir gucken gleich nochmal beim Badehaus in der Ecke. Also das Badehaus selber, der muss ja auch noch ein bisschen gemacht werden. Also ein bisschen mehr Deko muss da schon rein. Ich weiß nur selber immer noch nicht genau was. Auch mit der Toilette, das ist ja alles noch so ein bisschen halbherzig, ne? Das ist so gewollt und nicht so ganz gekonnt, finde ich. So ein bisschen was, irgendwas fehlt da noch. Da muss noch mehr rein. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht so richtig was. Der eine oder andere weiß, was ich meine. Ja, das sind so immer die harten Kompromisse, die man eingeht. Wo sind die Rundhölzer hier? Da. Einmal 25 hier vorn. Und dann gucken wir mal. Gut, Bert. Moin. Wie läuft's denn so am Brunnen? Alles klar hier. Führt er immer noch Wasser? Der hält ja auch gut durch hier, ne? Oder bist du zufrieden hier? Ach, guck mal, da kommt der Eimer. Und der ist wieder weg. Du kriegst das auch wie durch Zauberhand die Eimer geleert, ne? Der hat auch magische Kräfte manchmal. Bin immer wieder beeindruckt durch diese Leistung. Ja, was ich übrigens auch spannend fand hier, die Dachkonstruktion, die ich hier habe, ne? Warte mal. Oh nein! Ich wollte jetzt nicht sagen, die reiße ich jetzt mal ab, die Dachkonstruktion. Ich wollte sagen, die ist ja eigentlich ganz cool gemacht. Und wollte das mal so ein bisschen zur Seite schieben. So ein bisschen zusammenschieben. Guck mal, ein Brett passt doch noch gut drauf. Schade, dass ich gerade keins in der Tasche habe. Man kann ja mit dem Brett, wenn man das hier vorne anfasst und dann so drückt, dann kann man die ja so zusammendrücken. Das finde ich cool. Ich frage mich, ob da jetzt noch ein Brett reinpasst, so von der Breite her. Das passt bestimmt gerade so, oder? Ja. Ja, ich hätte auch ein Interesse dran, das Teil hier komplett zu überdachen. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht genau, wie ich das auf die Reihe kriegen soll, dass das hier alles überdacht ist. Da habe ich, glaube ich, die falschen Breiten gewählt. Und ja. Einfach die falschen Breiten gewählt habe ich wohl. Ich glaube, das wird so nichts. Naja. Okay. So, auf jeden Fall, wenn es um Neubaugebiet geht. Da haben wir hier ja ein Neubaugebiet. Hier kann man was machen. Oh, jetzt sehe ich gerade hier dieses Feld hier. Also mein Problem ist ja auch, ich habe ein Ressourcen. Also wenn es um Bauen geht, dann geht es ja auch immer um Ressourcen, ne? Und wenn wir hier jetzt bauen wollen, dann macht es ja Sinn, wenn wir hier in der Nähe auch ein Ressourcenlager haben, damit wir hier klarkommen mit den ganzen Kram. Und deswegen überlege ich auch, ob ich auf der anderen Seite vom Dorf auch ein Ressourcenlager baue, damit ich hier die Ressourcen gleich in der Nähe habe immer. Dann muss ich nicht so weit laufen. Das finde ich nämlich immer so ein bisschen dämlich, wenn ich immer durch die halbe Map laufen muss, um da so ein paar Ressourcen irgendwie zu bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Du bist ja den halben Tag am Rumlaufen und kriegst nichts gebacken, so richtig. Das ist natürlich immer nervig. Ja, und was mache ich mit dem Gebiet hier? Wir haben hier in der Mitte so eine schöne Grünfläche und die möchte ich eigentlich auch so lassen. Aber ich überlege, ob hier so ein paar Wege durchkommen. Vielleicht zäune ich das hier komplett ein und mache hier so eine kleine Pforte als Eingang, auf einer Seite nur. Und dann mache ich hier so einen kleinen Weg durch, wie durch so einen kleinen Garten. Und dann kann man so hin und wieder so kleine Deko-Objekte hinstellen in den Wald. Das ist so ein bisschen meine Idee, was ich hier noch machen will, im Großen und Ganzen. Auf dieser großen Parkfläche in der Mitte. Es soll so ein kleiner Entspannungspark werden, quasi. Leute, wisst ihr, was ich meine? Das wäre doch mal eine Idee. Ja, das schwirrt mir noch im Kopf rum. Da muss ich nochmal drüber nachdenken auch. Ja, ich muss über so viele Sachen noch nachdenken. Vielleicht sollte ich erstmal in Ruhe nachdenken, bevor ich hier weiter quatsch.
Ja, so ist das Leben. So, was machen meine Hühner? Moin, Rodolan. Guck mal an, wir haben Küken da. Endlich. Endlich ist Nachwuchs gekommen. Na, ihr Klein. Geht's euch gut? Ja, das freut mich. Rodolan, gute Arbeit. Gut gemacht. Weiter so. Hier können wir Nachwuchs gebrauchen. Die Hühner brauchen Nachwuchs. Wie geht's dem Hahn? Der steht prächtig mächtig da. Ja. Die Friederike, die ist wieder am Brüten. So muss das sein. Haben wir hier noch irgendwo... Ja, schön. Verwaltung, Tiere, Hühner. Oh, wir haben sogar drei Küken. Wo ist denn das dritte hin? Habe ich hier eins übersehen? Ach, warte, hier unten ist das. Der läuft doch immer zu den Küken hin hier, oder nicht? Nee, da ist die Ulrike, die Henne. Und wo ist das dritte Küken? Bin ich einfach nur blind? Oder war das hier noch drin? Nee, das ist hier nicht drin. Da, ja, da versteckt sich das hier. Da, hast dich versteckt, kleines Küken. Die sind ja welche hier. So, Rodolan, pass gut auf die Küken, ne? Die sind wichtig für uns, die brauchen wir noch. Das gibt ein Eier, das gibt nachher einen Eierertrag, das wird unglaublich. Sehr schön. Ach, Leute, es gibt doch so diese freudigen Momente, die einem wieder den Tag retten, wo man sagt so, yes, es geht weiter. Wenn wir erstmal richtig schöne Eierproduktion hier haben. Was meint ihr, was denn in den Küchenleihen los sein wird? Da können wir dann irgendwann auch mal so eine richtige Bäckerei aufmachen. Ja, guck mal, das wäre es doch, so Bäckerei. Wir machen eine Bäckerei auf. Da machen wir, und das machen wir, da machen wir so ein extra Plätzchen für. Nur für die Bäckerei. Wo gebacken wird. Boah, das ist eine Idee. Da hätte ich Bock drauf. Wo könnte eine Bäckerei hin? Wenn hier jetzt ein Bäcker aufmachen würde im Dorf, wo würde er hingehen? Wo würde er hinziehen? Der wird natürlich sicherlich in die Stadtmitte möchten, ne? Aber das ist hier ja nicht mehr. Stadtmitte ist voll. Da haben wir keinen Platz mehr. Auf die andere Flussseite? Damit die Reisenden da schnell was finden? Wo ist denn hier der Weg eigentlich? Ist der hier weit weg? Oh ja, der ist weit weg. Da hinten ist der Weg. Ja. Das macht nicht so wirklich Sinn. Naja, gut, da fällt uns schon noch was ein. Das müssen wir nicht so kritisch sehen. Da fällt uns schon noch was ein. Was wir jetzt erstmal machen, wir bereiten uns kurz mal vor. Jetzt bauen wir noch ein paar Lampen. Ne? Bevor wir das vergessen. Bevor der Tag schon wieder rum ist gleich. Ich sehe das schon kommen, dass der Tag gleich wieder vorbei ist und wir haben noch gar nicht richtig angefangen mit dem, was wir wollten. Weil die Lampen, wie ihr wisst, die sind mir ja auch wichtig. So, dafür brauchen wir einmal. Wir haben Stöcke, haben wir auf jeden Fall schon mal genug. Wir brauchen noch ein paar Steine. Und Leingarn. Leingarn ohne Ende. 50 Stück. Das heißt, wir könnten... Das ist viel zu viel. So viel können wir gar nicht bauen. Das wissen wir schon. Oh, und wir haben genug Steine. Das ist gut. 38. Ich kann noch mehr nehmen. Warte mal, wir brauchen immer 3 Steine, einen Stock und... Ein Leingarn und ein Leingewebe. Wir können 25. 25 mal 3 sind 75 Steine müssten wir haben. So viel kriegen wir nie zusammen. So viel können wir nie tragen. Kriegen wir vielleicht hin. Wir sind schon überladen so. 60 Steine. Das wären 20. Ja, das heißt, wir können 10 Stück von den Dingern hier schon mal hier lassen. Und dann können wir sagen, wir machen erstmal 20 Lampen. Machen wir einmal kurz Leingewebe fertig. Und dann können wir dann mal ein paar Lampen basteln wieder. Das freut mich. Wir können das Badehaus auch endlich beleuchten. Nee, Redger, lass mich auch mal ran hier. Dankeschön.
Ach, warte, hier muss ich ja gar nicht ran. Nee, Radka, lass mich hier mal ran. Ja, nee, wie geht's dir? Ja, ich wollte nur mal mit dir reden hier. Ich weiß, dass es überlebensnotwendig ist, aber es macht mich trotzdem traurig, wenn wir Wälder abholzen und Wiesen pflügen. Mir gefällt das Tal so, wie es ist. Unberührt und urwüchsig. Ja, das ist ja schön. Das sehe ich aber auch so. Aber lass mich mal trotzdem weben hier. So. So, Attacke, Leute. Gleich geht's weiter. Wunderbar, wunderbar. So muss das sein. Seht ihr, jetzt ist der Tag schon vorbei wieder. So schnell geht das nämlich. So schnell kann das gehen hier. So, kann ich jetzt auch die Dinger bauen? Sieht gut aus. So, hier hinten. Hier muss natürlich auch noch beleuchtet werden. Hier haben wir die Wege noch gar nicht definiert. Hier fehlen die Zäune noch komplett. Wir haben noch so viel zu erledigen, Leute. Hier ist noch so viel zu tun. So viel. Ach ja. Wo soll man nur anfangen und wo aufhören? Man muss immer weiter ackern, bis man umfällt. Das ist am besten. So, hier haben wir... Ich habe hier ja so eine kleine offene Spalte gelassen, so als Eingang. Ne? Da sind diese kleinen Spalten am besten. Das sollte ich lassen. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Licht. Hier ist eine Ecke, hier kommt auch Licht hin. So, hier hinten ist eh sehr wenig Licht. Hier können wir ruhig auch... Hat mich schon die ganze Zeit gestört, dass wir hier so wenig Licht haben. So, hier kann auch noch eine hin. So. Die Zäune sind zwar noch nicht fertig, aber wir haben da schon mal ein bisschen Beleuchtung. Und Beleuchtung ist immer eine feine Geschichte. Mal gucken, wie viel wir davon noch abkönnen. So, komm schon. So. Wunderbar. So, hier haben wir alles beleuchtet, da haben wir alles. Guten Abend, Leute. Wie geht's euch? Kurze Pause. Oh Mann, Leute, ich habe einen harten Tag hier schon gehabt. Ich habe hier wieder gebaut und gebastelt, das glaubt ihr gar nicht. Wart ihr auch fleißig? Habt ihr gut was hingekriegt heute? Ja? Ach, das freut mich aber. So muss das sein. Okay, Leute. Ist so dunkel, ja. Ich muss noch ein bisschen was tun hier, sonst kriege ich wieder Mecker. Ich kümmere mich heute noch ein bisschen um die Beleuchtung im Dorf, ne? Wird ja auch mal Zeit, dass das hier heller wird. Dass wir diese kleinen dunklen Ecken hier so ein bisschen ausmerzen im Dorf. Das ist ja auch kein Dauerzustand. Oh. Warum habe ich kein Langgewebe? Warum? Ich habe nur 10 gemacht und nicht 20. Ich Trottel. Ich Idiot. Ich Blödmann. Was mache ich denn nur? Warum? Warum? Wie kann man so blöd sein? Mann, immer ich. Immer ich. Ja, komm. 10 Stück nochmal. Und noch auch die nächste Stufe. Kein Problem. Wir machen das alles. So, dann gucken wir mal. Wo können wir noch ein bisschen mehr Licht gebrauchen hier? Oh, das Knistern. Ich finde es schön. Es macht mich aber auch ein bisschen nervös, muss ich sagen. So ein kleines bisschen nervös macht mich das doch, das Zeug. So, warte, hier ist noch sehr dunkel, ne? Hier, das geht ja gar nicht. Warte, hier ist auch zu ruhig auf einmal. So, einmal hier eine. Einmal hier. Warte, hier nicht vergessen, die Ecke. Ich finde, mit den Ecken komme ich immer ganz gut klar. Wenn die Ecken so beleuchtet sind, das ist immer eine gute Sache. Na komm. So. Hier wäre die Frage, wo ist hier die Ecke nachher? Bin sicher, die Ecke wird ungefähr hier sein irgendwo. Ich baue das Ding mal so. Hier noch eine. Hier ist auch sehr dunkel. Da noch ein.
Los, gut. Oh Leute, hört ihr das? Wie ich am Verhungern und am Verdursten bin. Wie viele Lampen kann ich jetzt noch bauen? 3 Stück. Okay, komm, ab ins Badehaus. Denn lieber. Oh, hier muss auch noch dringend. Eine machen wir hier noch. Eine kommt hier hin. So. Aber ich will im Badehaus selber, möchte ich auch gerne eine Lampe haben noch. Wenn wir das hier. Guck mal, wie dunkel das hier ist. Geht ja gar nicht, oder? Also eine hier im Eingangsbereich. Oder beide im Eingangsbereich. Und eine hier schon mal. Warte, komm, na? Ach, hier ist der Boden betoniert. Ach, komm. Mach mich nicht fertig. Doch nicht wegen so einem Blödsinn kann ich das Ding jetzt nicht bauen. Hier geht eine. Zumindest ein bisschen Licht hier, ne? Das ist ja hier. Ein bisschen Schummerlicht. Zumindest haben wir denn schon mal ein bisschen. Ja, ein bisschen ist gemacht. Du, liebe Leute. Guckt euch das hell erleuchtete Dorf an. So muss das sein. So wünsche ich mir das. Wunderschön. Ja, damit haben wir wieder einen Tag geschafft. Hallo? Theodorik, ne? Wie geht's dir? Alles gut? Was hast du mit meiner Frau zu bequatschen? Die wichtigste Zeit im Jahr ist jetzt. Herbst ist das Ergebnis all unserer harten Arbeit in Vorbereitung auf den kommenden Winter. Sind wir erfolgreich, dann werden wir überleben und können zusammen feiern. Ja, da sagst du das richtige Stichwort. Überleben ist eine gute Sache. Das kann ich dir nur empfehlen. Ne? Da muss man aufpassen, mit wem man sich unterhält hier. Ja, und feiern ist auch eine gute Sache. Und warte, trinken ist auch eine gute Sache. Boah, ich muss dringend was essen, Leute. Ich wollte gerade Schluss machen, aber... Ich glaube, mit leerem Bauch ins Bett gehen ist auch keine gute Idee. Komm, wir hauen doch noch kurz was hinter die Kiemen hier. Das geht so nicht. Eine Kleinigkeit essen... Muss ja auch drin sein, oder? Ja, komm, ganz ruhig. Ich habe doch was hier. Wir haben doch hier Essen ohne Ende. Wir können uns ein paar Eier reinzwirbeln. Ein paar rohe Eier, das kommt immer gut am Abend. So, was haben wir denn noch? Ein bisschen Fleisch. Hier, schön zwei Fleischstücke. Das ist doch erstmal gut für den Anfang, oder? Einmal. So, einmal die Eier. Dazu ein bisschen Fleisch. Wunderbar. Jetzt sind wir wieder gesättigt. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt bin ich vollgefressen. Vollgefressen schläft sich das auch gut. Da pennt man sofort ein. So möchte ich das haben. Na, hast du wieder deine Anfälle? Die arme Frau. Und mein Sohn und Mann auch. Der fängt auch schon an. Das ist eine erbliche Krankheit anscheinend. Ich sag da nichts mehr zu. Ich gehe jetzt einfach schlafen. Ich weiß, irgendwann im Laufe des Abends kommen die auch ins Bett. Und so lange sollen die halt noch rumzittern da. Also, Leute, alles klar. Haut rein. Bis morgen. Ciao.